im Loch, ey. Schrecklich, Mann. Meine Assistentin hat 20 Monate nach ihm gesucht. Er muss einfach da sein. Wir müssen ihn finden. Wie runtergekommen muss man sein, um hier zu wohnen, ey? Ich weiß auch nicht. Hoffentlich ist er da. Bin ich da, Leute? Herr Mein, sind Sie zu Hause? Wer ist da? Wir suchen Open Mind. Open Mind? Den Namen benutze ich schon lange nicht mehr. Sind Sie Open Mind? Ihr seid hier falsch. Nein! Ey, das war er doch! Das war er hundertprozentig! Es geht um Ihre Vergangenheit! Sie sind der letzte Mensch, der uns noch helfen kann. Helfen? Ich kann nicht mal mir selbst helfen. Wie soll ich denn anderen Menschen helfen? Junger Mann, hören Sie uns bitte nur eine kurze Sekunde zu. Es geht um was sehr Wichtiges. Das ist mein Kollege Roosevelt. Mein Name ist Johnny Brown und wir sind von der UNO. Und es gibt Entwicklungen im Cannabis-Diskussionsprozess. Sie sind die letzte Person, die uns jetzt noch weiterhelfen kann. Wer hat jetzt schon wieder Scheiße gebaut? Mortler? Hilsinger? Amthor? Bismarck? Schauen Sie doch einfach selbst. Deswegen wird es auch medizinisch angewendet. Ja, ehrlich gesagt. Also die medizinische Anwendung ist ja auch nur unter sehr strengen Vorgaben überhaupt erlaubt. Jeder kann. What? Warum sagt ihr mir nicht gleich, dass es so eine heiße Maus mitmacht? Papa regelt das. Let's go. Ich habe schon mal gekifft. Ich bin, glaube ich, in der glücklichen Situation nicht so ganz anfällig für viele Süchte zu sein. Das gilt, glaube ich, für Glücksspiel und also ein anderes Zeug auch. Ich sehe auch einfach die großen Gefahren, die von Cannabis ausgehen, auch genauso wie vom Rauchen. Und deswegen bin ich einfach noch nie in die Situation gekommen, dass ich dachte, boah, und jetzt mal irgendwie. Hast du die immer schon gesehen? Auch mit 15, 16 warst du da auch immer schon so rational, dass du. Ja. Ich finde es witzig, wie die gute Dame hier ewig erklärt, inwiefern ihr krasses Wissen über die Gefahren von Cannabis dazu geführt hat, dass sie es nie probiert hat. Und als sie Georg dann darauf hinweist, dass sie bestimmt schon mal Alkohol probiert hat. Ich bin sicher, die Kollegen haben auch schon mal Alkohol probiert. Sie das nur lachend hinnimmt. Das ist so, als würde ein NPD-Mitglied ewig erklären, dass er nicht zur AfD gegangen ist, weil er nach genauester Überlegung festgestellt hat, dass ihm die Partei zu rechts ist. Kiffen gefährdet die Gesundheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich bei der Aussage Cannabis gefährdet die Gesundheit auch auf die Seite der Zustimmung gesetzt hätte, denn es gefährdet faktisch gesehen die Gesundheit von jedem. Ja, klar gibt es Menschen, die ihr Leben lang ab und zu in unproblematischen Mengen Gras konsumieren, denen man nichts anmerkt, aber trotzdem gefährden sie durch jeden Konsum erneut die Gesundheit, weil sie ja nie wissen können, ob sie jetzt beim nächsten Konsum zum Beispiel unerwartet eine Psychose bekommen werden. Gefährdung der Gesundheit, ja, jeder erleidet zwingend negative gesundheitliche Konsequenzen durch den Konsum? Nein. Also natürlich kann Kiffen die Gesundheit gefährden, das sehe ich schon ganz klar so. Aber so eine pauschale Aussage, Kiffen gefährdet die Gesundheit, so nach dem Motto immer, in jedem Fall und so weiter, das stimmt absolut nicht. Das finde ich total absurd und abwegig. Also zu behaupten, dass es keine negativen Auswirkungen hätte, ist ja eine krasse Verharmlosung, muss ich gestehen. Klassischer Strohmann. Georg sagt, dass es falsch ist zu sagen, dass Cannabis ausnahmslos bei jedem Konsumenten zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit führt. Und er versteht. Und zu sagen, das ist also völlig, hat überhaupt gar keine gesundheitlichen Auswirkungen. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Total, aber wenn ich kiffe, hat es selbstverständlich negative gesundheitliche Auswirkungen. Das ist ja gerade sozusagen der Sinn des Kiffens. Es ist der Sinn des Kiffens, negative gesundheitliche Auswirkungen dadurch zu erleiden? Ja, und der Sinn vom Klettern ist es, abzustürzen. Deswegen wird es auch medizinisch angewendet. Na, ehrlich gesagt. Die Reaktion ist der Hammer. Auch bei
bei Leuten, die es aus medizinischen Gründen nehmen, ist die Gesundheit in Gefahr. Man weiß nie, wie die Leute darauf reagieren und ob nicht irgendwann die negativen Auswirkungen der Droge stärker sind als das, was es gegen die Krankheit bringt. Was Georg aber vermutlich eigentlich sagen will, ist, dass sehr häufig, wenn es medizinisch eingesetzt wird, hauptsächlich die medizinischen vorteilhaften Effekte wahrnehmbar sind und die Gesundheitskontobilanz insgesamt durch den Konsum ins Positive schießt. Also die medizinische Anwendung, die ist ja auch nur unter sehr strengen Vorgaben überhaupt erlaubt. Nicht jeder kann ja in die Apotheke gehen und sagen, ich hätte jetzt mal gerne meine Runde Cannabis. Ich sehe das vor allen Dingen halt gerade für Jugendliche, ich vertrete jetzt ja auch die junge Generation, finde ich es halt fatal. Hey, wir haben 10 Sekunden nicht über Jugendliche geredet. Obwohl die meisten Konsumenten Erwachsene sind, muss ich das Thema zwanghaft vom medizinischen Konsum auf Jugendliche lenken. Das war für viele bestimmt nervig. Aber der überwiegende Teil der Konsumenten sind eben Erwachsene und von denen wiederum der überwiegende Teil hat kein Problem im Konsum. Die Argumentation, dass es natürlich Leute gibt, die nicht solche einschlägigen negativen Erfahrungen haben, ist in etwa so, als wenn ich sagen würde, Rauchen ist nicht so schlimm, weil Helmut Schmidt ist auch über 90 geworden. Nein, das ist nicht das Gleiche. Es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, der CDU-Wähler Heinz Müller ist ein alter Sack mit Kartoffelsalat in den Ohren und deshalb müssen die anderen Wähler wohl auch so sein. Oder die meisten CDU-Wähler sind alte Säcke mit Kartoffelsalat in den Ohren. Das Beispiel mit Helmut Schmidt ist eine einzelne anekdotische Evidenz, das keine Schlussfolgerung auf die restliche Bevölkerung zulässt, während Georgs Aussage klarstellt, dass ein unproblematischer Konsum bei Cannabis die Regel ist und nicht wie im Fall vom Rauchen und Helmut Schmidt die Ausnahme. Genauso wenig wie man unter 18 halt einen harten Alkohol trinken darf, müssen wir auch unsere Jugendlichen davor schützen, dass sie halt sich selber kaputt machen, indem sie Cannabis konsumieren. Ich finde es geil, dass sie sagt, dass wir unsere Jugendliche dadurch schützen, dass man mit unter 18 noch keinen Alkohol trinken darf, weil keiner außer der deutsche Teen-Kifferbund will Gras für Minderjährige legalisieren. Also wenn die ab 18-Regelung auch laut ihren Worten die Jugend schützt, warum das dann nicht auf Gras anwenden? Obwohl eine Legalisierung fast ausschließlich Erwachsene betreffen würde, redet die Union nur von Jugendlichen. Gerade für die jüngere Bevölkerung. Und dann 15 ist es vielleicht gerade für die Jugendlichen, gerade für Jugendliche. Ratet mal, bei welcher Droge in Deutschland die Konsumentenzahlen bei Jugendlichen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sind. Bei der legalen Droge Alkohol oder bei der illegalen Droge Cannabis? Antwort: bei der legalen Droge Alkohol. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass sich der Cannabiskonsum bei Jugendlichen in Ländern, wo man legalisiert hat, nicht signifikant verändert hat oder sogar gesunken ist, liegt es nahe, dass man viel besser unter legalen Bedingungen den Konsum bei Jugendlichen senken kann. Naja, aber es ist ja auch richtig, dass es staatlich verfolgt wird, weil es ist verboten in Deutschland. Es ist richtig, weil es verboten ist. Die Logik kommt mir irgendwie bekannt vor. Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Muss ich wirklich noch aufzählen, welche Dinge man mit moralischem Legalismus rechtfertigen kann? Wer Zigaretten und Alkohol erlaubt, muss auch Cannabis erlauben. Wenn wir einerseits feststellen, dass Alkohol so ein großes Problem ist, dass so viel konsumiert wird, dann sollten wir doch auf der anderen Seite nicht auf die Idee kommen, das irgendwie noch als Vorbild zu nehmen. Das ist frei verfügbar und hat außerordentlich negative Konsequenzen und das sollte uns eine Warnung sein. Kana, Kratom, Lachgas, das sind alle Substanzen, die genauso lange legal sind wie Alkohol, womit es kaum Probleme gibt. Dass es mit Alkohol so viele Probleme gibt, liegt daran, dass es in unserer Kultur verwurzelt ist, nicht an der Legalität. Was passiert dann, wenn wir Cannabis legalisieren? Ich bin der Auffassung, dass wir dann mehr Konsum sehen werden und dass wir mehr Kranke sehen werden, dass wir mehr Leute in den Psychiatrien sehen werden. Ich verstehe nicht, warum die Legalisierungsgegner ihre Fantasie nutzen, um herauszufinden, ob bei einer Legalisierung der Konsum steigt. Warum schauen die nicht einfach, was in Ländern passiert, wo man bereits legalisiert hat und nehmen das als Richtwert, was bei einer Legalisierung passiert? In letzten Zerstörungsvideos habe ich ja meist an den Zahlen von Colorado gezeigt, dass sich die Konsumzahlen nach der Legalisierung nicht geändert haben. Aber seitdem hat ja auch Kanada legalisiert. War das mit Colorado und Co. vielleicht ein glücklicher Zufall und die Konsumzahlen sind in Kanada krass angestiegen? Die Konsumzahlen in Kanada sind seit der Legalisierung tatsächlich kurz angestiegen, aber das waren meist nur Erstkonsumenten, die durch die Legalisierung etwas neugierig geworden sind. Und inzwischen hat sich das wieder eingependelt und der Konsum ist
wie vor der Legalisierung, bis auf dass der Konsum von über 65-Jährigen von 3 auf 5% gestiegen ist. Sind das diese 65-jährigen Jugendlichen, die die CDU immer beschützen will? Und wir müssen einfach sagen, dass wir da als Gesellschaft halt auch die Entscheidung getroffen haben, dass wir halt Cannabis nicht dazu zählen. Als Gesellschaft haben wir die Entscheidung getroffen? Ich glaube, die gute Wiebke sollte sich darüber informieren, wie es zum Cannabisverbot kam, denn das haben wir nicht als Gesellschaft beschlossen, das haben irgendwelche Politiker auf den Opiumkonferenzen entschieden. Es gibt eine legale Abgabe von Heroin in Deutschland als Genussmittel oder als Droge, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen. Das gibt es bereits, weil genau diese Diskussion geführt worden ist. Genussmittel. Heroin als Genussmittel. Warum ist er über die Formulierung so empört? Meint er, dass Heroin kein Mittel ist, das man genießt? Die Leute werden ja davon abhängig, gerade weil man es so sehr genießen kann. Die Leute, die Legalisierung wollen, es sind auch sehr, sehr viele dabei, die sagen, hey, peace, open your mind, legalisieren wir alles, schauen, was passiert. Ich hoffe, der meint nicht mich. Wie hoch ist denn der Unrechtsgehalt bei denjenigen, die wirklich kleine Mengen mit sich führen, um wirklich zu konsumieren? Also, ob etwas strafbar ist oder nicht, beantwortet sich ja im Wesentlichen nach dem Unrechtsgehalt. Unrechtsgehalt. Also selbst wenn man 100 Kilogramm Weed mit sich herumträgt und dafür erstmal fetten Respekt, 100 Kilogramm, das ist schon ein ordentliches Gewicht, dafür muss man bestimmt einen Monat nicht ins Fitnessstudio, tut man damit niemandem Unrecht. Und genau das ist das Problematische an dem Gesetz. Es gibt ja immer dieses populäre, beliebte Argument, was hier schon ganz oft gefallen ist, Entkriminalisierung, dann kann die Polizei endlich mal wieder ihre Arbeit machen. Das ist natürlich dummes Zeug, sehr, sehr platt und vereinfacht gesprochen. Da gibt es ja noch tausend andere Stoffgruppen, deswegen hat ja keiner weniger zu tun. Und deswegen muss man die anderen Drogen auch legalisieren oder zumindest entkriminalisieren. Zu glauben, wir hätten jetzt irgendwie Personal gewonnen, weil wir Cannabis legalisieren, das halte ich für einigermaßen absurd aus. Ja, vielleicht gibt es Beispiele wie im Fall der Verkehrskontrollen, wo tatsächlich noch gleich viele Männer nach der Legalisierung gebraucht werden, um weiterhin wegen berauschtem Fahren, Menschenschmuggel, Zollverstößen etc. zu kontrollieren. Aber was ist zum Beispiel mit Zivi-Polizisten, die auf Festivals Personen kontrollieren? Als würden die dann nach einer Legalisierung weiterhin rumlaufen und schauen, ob die Konzertbesucher einen gefälschten Ausweis oder ein illegales Butterfly-Messer dabei haben. Dem Fiedler muss man aber hier immerhin zugute halten, dass er ja für eine Entkriminalisierung von Konsumenten ist. Zum einen habe ich ja nicht dafür argumentiert, dass es bei den Konsumenten so bleiben soll. Also das heißt, ich bin ja nicht in der Fraktion, die sagt, soll weiterhin das Strafrecht für die Konsumenten. Also das heißt, wir versuchen natürlich auch die Händler im Hintergrund zu ermitteln. So. Und selbst wenn man nur den Dealern nachgehen würde, ist das eine genauso große Zeit- und Geldverschwendung, weil es immer Ersatz geben wird und in keiner Hinsicht irgendwelche Drogenprobleme bekämpft. Oh, mein Dealer wurde erwischt. Ich denke, da bleibt mir nichts anderes übrig, als meine 8 Jahre Heroinsucht aufzugeben. Ja, es wurde viel Unsinn in dieser Diskussion geredet, aber sogar der gute Friedler hat sich für eine Entkriminalisierung von Drogen wie in Portugal ausgesprochen. Eine Lockerung der Drogengesetze wird immer unaufhaltsamer. Liebe UNO, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Zerstörung. Ich danke euch, dass ihr mich aus der Rente geholt habt. Wenn ihr meinen Xanax-Drogentest, das YouTuber-Drogenquiz und die Gamescom-Interviews zum Thema Drogen nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kabal. PS, ja, ich weiß, ich habe ein paar Mal Friedler anstatt Fiedler in dem Video gesagt. Das tut mir sehr leid, Herr Friedler. Ach, und checkt noch den Kanal von der Baumi und Jo's Easy Kitchen aus, die mir am Anfang geholfen haben bei der Reanimierung von mir.